Herr Vizepräsident, meine sehr geehrten Damen und Herren. Herr Breetz, ich beginne gleich mit Ihnen, weil Sie gerade den Geist angesprochen haben und die Frage, warum wir diesen Gesetzentwurf nicht überweisen. Und der Frage will ich mich in aller Ernsthaftigkeit zuwenden. Es ist, also das, was ich vorhin deutlich gemacht habe, was ich mir wünsche an Diskussionskultur, hat etwas vor allen Dingen mit gegenseitigem Respekt zu tun. Und ich sage Ihnen hier, und ich glaube, Herr Vogel nimmt uns das auch ab, dass wir großen Respekt vor der Arbeit haben, die da geleistet wurde und auch vor der Denkleistung und auch vor der Auffassung, die damit vertreten wird. Aber das ist das Klima, was wir wollen und brauchen in diesem Hause. Trotzdem geht es nicht um Einheitsbrei und das ist nach wie vor auch in einem solchen Klima völlig okay, unterschiedliche Auffassungen zu haben. Und wir haben hier eine völlig andere Auffassung und die machen wir auch deutlich. Und wenn Sie einen Antrag von uns inhaltlich nicht mittragen würden, dann würden Sie ihn auch nicht einfach mal so in den Ausschuss überweisen, weil wir wissen schon jetzt, dass wir diese Herangehensweise nicht teilen. Ich werde auch gleich begründen, warum wir diese Herangehensweise nicht teilen. Herr Abgeordneter, stellen Sie eine Zwischenfrage? Ja, na klar. Kollege Wilke, vielen Dank für die Möglichkeit nachzufragen. Wissen Sie, ich war versucht, ehrlichen Herzens Ihnen abzunehmen, dass es Ihnen wirklich darum geht, auch einen Appell daran zu richten, dass man auch inhaltlich in respektvoller Weise unterschiedliche Positionen diskutieren soll und kann. Meine Frage an Sie, finden Sie es aber nicht hinreichend verschwobelt, einerseits zu sagen, wir sollen in respektvoller Weise inhaltliche Dinge miteinander diskutieren, um dann gleich zu sagen, aber bei diesem und jenem Thema halten wir es nicht für nötig, in einer Ausschussbetrachtung darüber zu diskutieren. Und wäre es nicht notwendig, wenn Sie sozusagen in dieser doch präsidialen Forderung auch Ihren Worten dann auch tatsächlich Taten folgen lassen und wenigstens so einen Gesetzentwurf im Ausschuss fachlich diskutieren zu können? Ich glaube, das wäre dann konsequent. Herr Breetz, ich kann das nachvollziehen, was Sie sagen, bitte aber Sie darum, dass Sie meine Ausführungen einfach mal lauschen und dann am Ende entscheiden, ob Sie möglicherweise dann nachvollziehen können, warum der Dissens in der Herangehensweise so groß ist, dass auch in der Ausschussberatung ich keinen Weg sehe, wie wir uns da annähern könnten an der Stelle. Wir haben da unterschiedliche Auffassungen und zwar an einem sehr entscheidenden Punkt. Und deswegen halte ich es für völlig legitim, hier respektvoll miteinander inhaltlich und sachlich über diesen Gesetzentwurf zu diskutieren und trotzdem deutlich zu machen, da gibt es einen Unterschied in der Herangehensweise und der wird sich auch im Abstimmungsverhalten hier ausdrücken. Nun zu dem Gesetzentwurf und dem, was die Grünen hier vorschlagen. Ich will gestehen, Herr Vogel, als ich den Titel gelesen habe, war ich erstmal ziemlich gespannt und da habe auch hohe Erwartungen gehabt. Den Erwartungen ist der Gesetzentwurf dann so nicht gerecht geworden. Ich zitiere nochmal den Titel: Brandenburgisches Gesetz zur finanziellen Vorsorge für die steigenden Ausgaben der Beamtenversorgung. Und das hat viel versprochen. Im Kern geht es aber dann doch um das Thema Schuldentilgung. Und mit einem Umweg dann um die Frage der Beamtenversorgung, aber das ist auch wirklich nur ein Umweg. Sie haben Bezug genommen auf die Anhörung, an der wir teilgenommen haben. Und da will ich auch schon mal anmerken, ich habe das anders in Erinnerung. Ich habe nicht in Erinnerung, dass alle Anzuhörenden einen solchen Weg favorisiert hätten, sondern ich habe in Erinnerung, dass jeder Anzuhörende eine andere Auffassung davon hatte, wie man das Problem lösen könnte. Und es da überhaupt kein einheitliches Votum gab und alle sich auch gegenseitig kritisiert haben für die jeweils andere Auffassung. Und sozusagen das sozusagen Essenz für mich für die Anhörung war, dass also niemand momentan uns, auch von den Expertinnen und Experten, einen Weg deutlich machen konnte, der von allen damit getragen wird. So, nun kommen wir zu der Frage des Handlungsbedarfes. Und Sie sehen da Handlungsbedarf und Sie sehen Handlungsbedarf für eine Dauerregelung. Und ich teile die Auffassung, dass Handlungsbedarf da ist. Ich teile nicht die Auffassung, dass das über eine starre Dauerregelung funktionieren kann und sollte. Und da bin ich mit Herrn Schmidt auch einer Meinung. Also, was ich Ihnen mitgeben will, ist: Erstens, wir haben 470 Millionen getilgt, Herr Schmidt hat das gesagt, 110 Millionen kommen jetzt nochmal oben drauf, macht 580 Millionen. Die im Raum stehende Behauptung, wir machen da zu wenig, trifft also zunächst einmal nicht zu, weil das ist im Schnitt mehr, als die CDU gefordert hat und es ist fast so viel, wie Sie fordern. So, das muss man ja erstmal so zur Kenntnis nehmen und das über die vergangenen Jahre, da ist also auch eine gewisse Verbindlichkeit mit deutlich geworden. Zweitens, Sie nehmen Thüringen als Vorbild. Aber in Thüringen beträgt die Summe bei der Regelung, die Sie dort getroffen haben, im Jahr 2018 24,8 Millionen und 2019 werden es dann 34,7 Millionen sein. In Brandenburg reden wir bei Ihrem Gesetzentwurf über eine Summe von 166 Millionen circa.
Nur um nochmal die Dimension klarzumachen, dass es da doch einen erheblichen Unterschied gibt, über den wir hier reden. Und diese 5.500, ja, Sie haben das ein bisschen begründet, für mich wirkt es, verzeihen Sie, immer noch ein bisschen gegriffen, ja, etwas, ja, noch nicht plausibel. Aber dann reden wir mal über den Effekt für die Beamtenversorgung, um den es Ihnen ja da scheinbar geht. Und die Frage, welchen Effekt hat das denn? Da können wir mal rechnen. Also wir nehmen diese 5.500 Euro pro Beamten. In Brandenburg haben wir ungefähr 30.000, das sind genau 30.039,29 besetzte Planstellen. Das macht dann also diese Tilgungssumme von ungefähr 166,2 Millionen aus. Und bei einer einprozentigen Verzinsung, wie momentan, macht das eine Entlastung bei den Zinsen von ungefähr 1,6 Millionen. Und nun, Herr Vogel, sagen Sie mir nochmal, wie 1,6 Millionen Entlastung bei den Zinsausgaben uns jetzt retten bei der Beamtenversorgung. Ich glaube, das reicht da noch nicht aus. Selbst wenn der Zinssatz auf 2% steigt, ist das noch nicht die Dimension, die uns am Ende retten wird. Von daher ist dieser Gesetzentwurf aus meiner Sicht auch noch weit davon entfernt, die Lösung zu sein, Herr Breetz, auch um das an der Stelle nochmal deutlich zu machen. So, nun kommen wir zu der Tilgungsaussetzung. Mir läuft die Zeit davon, ich versuche das noch fix zu machen. Die Tilgungsaussetzungsregelung läuft aus meiner Sicht ins Leere, die ist gut gemeint, weil wir erstens in den nächsten Jahren keinen nicht ausgeglichenen Haushalt haben werden und zweitens mit 2020 dann die Schuldenbremse kommt und spätestens dann läuft das ins Leere und damit ist der ganze Paragraph 4 nett gemeint, aber wird nie Wirkung entfalten. Wenn man ihn da flexibler geregelt hätte, dann wäre das vielleicht noch eine andere Sache gewesen. Nun zum Abschluss, also ich bin da eher bei der Kollegin Färber in der Anhörung, die gesagt hat, ich zitiere, die beste Anlage ist die Infrastrukturinvestition des Landes Brandenburg, damit wird langfristig am sinnvollsten für die Finanzierung der Beamtenversorgung Vorsorge getroffen und an der Stelle teile ich dann auch die Auffassung von Herrn Schmidt, wir versuchen mit den Investitionen in diesem Land, mit dem Überschuss, den wir in die Rücklage und in die Tilgung bringen, einen guten Mittelweg zu finden und werbe dafür, dass wir bei genau dieser flexiblen Herangehensweise bleiben und genau da ist der Dissens, Herr Vogel. Daher können wir leider Ihren Gesetz heute weder überweisen noch ihn annehmen. Herzlichen Dank.